So, Leute, bevor es jetzt gleich losgeht mit God of War Teil 3, muss ich noch eine kleine Warnung aussprechen. Und zwar für all diejenigen, die unter euch, die vielleicht noch keine 18 sind oder die ein bisschen zart beseiteter sind, die sollten dieses Let's Play lieber nicht gucken, denn der Gewaltgrad von Assassin's Creed sei schon, von God of War 3 ist extrem hoch. Und ja, da kann es schon mal vorkommen, dass man irgendwelche Gedärme sieht oder, oder Sehnen oder Adern oder was auch immer. Wisst schon. Und ja, warum ich das euch jetzt vor God of War 3 sage und nicht vor God of War 1 und 2, weil die Grafikpower der ersten beiden Teile war noch nicht so hoch, um detaillierte Tötungen wirklich richtig anzuzeigen. Deswegen hat man da ja nur meistens so ein paar pixelige Blutspritzer gesehen, das war dann alles. Selbst wenn da mal ein Kopf abgetrennt wurde, hat man halt nicht wirklich viel gesehen. Aber bei God of War 3 ist das dann doch schon eine Ecke härter. Klar, es ist nicht so brutal wie jetzt ein neu erschienenes Mortal Kombat, das hier in Deutschland indiziert ist. Aber trotzdem schon. Deswegen, ich wollte euch nur warnen, dass ihr nicht gleich sagt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ihr dass ihr welche Traumata erlebt. So, alle anderen, ja, wünsche ich viel Spaß beim Let's Play und haut rein. Bevor das Zeitalter der Dämmerung für die Götter begann, forderte eine Legende ihren Platz unter ihnen. Und obwohl Kratos den Thron als neuer Kriegsgott bestieg, quälten ihn Visionen seiner Familie. Eine Familie von ihm selbst ermordet. Doch die Hände des Todes konnten ihn nicht besiegen. Die Mäuren konnten ihn nicht lenken. Und so wird nun der Mann, die Legende, Kratos seine Rache üben. Meine Rache endet jetzt.
Meine Brüder, ein großer Sieg hat uns gestählt. Der Sieg, der den großen Krieg beendet und die Herrschaft des Olymps eingeläutet hat. Geboren aus den Tiefen der Unterwelt. Verwurzelt im Fluss der Seelen. Unser Berg entstand aus dem Chaos. Als er wuchs, so wuchs auch die Macht der Olympia. Wir schufen eine Welt des Friedens, eine Welt des Wohlstands. Eine Welt, die im Schatten und Schutz meines Berges lebt. Eines Berges, der zum ultimativen Sinnbild von Stärke und Macht wurde. Nun wird diese Macht auf eine harte Probe gestellt. Der Mensch, Kratos, will alles vernichten, was ich geschafft habe. Brüder, vergesst die Nichtigkeiten, die uns so lange entzweit haben. Wir vereinen uns, bilden eine gemeinsame Front. Und ich werde diese Laus zerquetschen. Der Olymp wird siegen. Sohn ist zurückgekehrt. Ich werde den Olymp vernichten! Die Titanen werden erneut scheitern! Werden sie nicht, denn wir sind hier. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Projekt God of War Teil 3. Mit diesem super episch genialen Anfang geht's direkt los und... Ja, das Spiel fängt genau da an, wo der zweite Teil aufgehört hat. Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach oben zum Olymp, auf dem Rücken von Gaia. Ja, und ihr seht schon, was hier abgeht. Das ist einfach genial. Das werden wir, ja. Ihr seht, Poseidon greift uns an, der Gott des Meeres. Oder des Wassers, oder was auch immer. Und der hält mit seinen komischen, schlangenartigen Armen die Titanen fest. Und Alter, ist das ein genialer Anfang, oder? Also, als ich das erste Mal gespielt habe, ich saß wirklich mit dem Mund offen da. Komm schon. Und lasst mich euch so viel versprechen, es wird noch besser. Okay. Jetzt dürfen wir uns erstmal um hier das kleine Futter kümmern.
den billigen Gegner. Und ihr seht, wir können was Neues, eine Random-Attacke. Und boah, guckt euch mal im Hintergrund den Titan an. Alter, genial. Ich meine, ich kenne die Szene schon, aber ich staune jedes Mal wieder darüber. Und dann auch diese Grafikpracht. Hallo? Ja, ihr seht, eine Art Wasserpferd mit Spinnenbeinen. So würde ich es jetzt beschreiben. Und das hat sich gerade durch die Hand von Gaia gebohrt und das ist nicht nett. Ja, und jetzt hängt er Kopf über. Ja, man sieht altbekanntes, aua, in besserer Optik und pompöser verpackt. Leider kann Kratos nicht rollen, wenn er an der Decke hängt. Aber das macht nichts. Und jetzt im Senkrechten nach oben klettern. Also es ist schon geil. Aha. Okay. Befreien wir Gaia erstmal von ihren Schmerzen. Zumindest versuchen wir es. Okay, jetzt können wir wieder laufen. Das heißt, unsere Bewegung ist nicht mehr eingegrenzt in unsere Moves. Das heißt, wir können dem Vieh erstmal ordentlich einen auf die Mütze geben. Ich merke gerade, ich muss gleich meinen Sound auf den Kopfhörern ein bisschen leiser machen. Aber naja. Darum kümmern wir uns später. Erstmal machen wir das Vieh kalt. So. Ja, und die altbekannten Quicktime-Events sind natürlich auch dabei. Nur noch besser und genialer gemacht. Und ich glaube, das Wort genial wird am häufigsten in diesem EP fallen. So, der Olymp. Ja, erstmal kurze Ruhepause nach dem hektischen Anfang gerade. Okay. Jetzt dürfen wir erstmal wieder klettern. Und ich gucke gerade auf die Uhr, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Knapp noch, nicht mehr viel, auf jeden Fall. Okay, ich versuche noch ein bisschen nach oben zu kommen. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht mehr so viel, was passieren könnte. Na, hallo? Still. Und da sieht man Hades im Hintergrund. Ja, der mal eben so einen Titan vom Berg reißt. Nicht schlecht, Hades. Nicht schlecht. Okay, wir öffnen mal die altbekannten Truhen mit Orbs drin. Und ja, das war's erstmal für den ersten Teil von God of War 3 mit diesem super genial, epischen, pompösen, bombastischen Anfang. Aber es geht noch weiter, das war noch längst nicht alles. Und zum Abschluss dürft ihr nochmal die unglaubliche Grafik bestaunen von God of War 3. Klar, das kommt jetzt auf YouTube vielleicht nicht mehr ganz so cool rüber, aber wenn ihr jetzt zu Hause einen HD-Fernseher habt und das Spiel und ein HDMI-Kabel und eine PS3, dann, ja, dann ist das doch schon unfassbar. Okay, ja, dann würde ich sagen, war's das mit God of War 3 für diesen Teil und wir machen mit unserer Rache im nächsten Teil weiter. Also bleibt dran und wir sehen uns. Bis dann.